Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Days Gone. Wir schauen nach Melinda. Dem krassen Monsterbike. Also ich würde danach den letzten Nebopunkt tatsächlich gerne in Angriff nehmen. Zu Server will ich jetzt nicht. Das machen wir auf jeden Fall straight danach. Weil wenn ich das jetzt nicht mit dem besten Lachgas kann, dann schaffe ich es, glaube ich, gar nicht. Also besser ausrüsten kann man das Bike nicht. Von den Reifen, vom Tankvolumen, von der Lachgasdauer und alles. Also muss es ja gehen. Oh, hier ist irgendwas. Achso, da muss ich auch hin. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay. Warum waren da? Nein, ich wollte, dass du da reinläufst. Was schade, dass das jetzt ein bisschen geglitscht hat. Vielleicht nicht. Colonel, Corporal St. John, mache Meldung, Sir. Ich bin am Standort und das Camp scheint leer zu sein. Sergeant Forsters Leben liegt in Ihren Händen, Corporal. Enttäuschen Sie mich nicht. Nope, Sir. Aha. Das hier ist es, das muss es sein. Wo zum Teufel sind die alle? Wie komme ich denn auch da? Rückzug! Greif ihn an! Falsche Waffe. Mach ihn fest! Ich zieh mich zu! Schlag ihm den Schädel ein! Oh! Weiter darum! Warum läuft der Kerl die ganze Zeit durch die Gegend? Oh, waren das alle? Sieht so aus, ein ganz normaler Arbeitstag. Puh, boah, ich hasse diese Leitern, ne? Ist gar nicht hier oben. Ist das einfach nur Wind, den ich hier oben höre? Hört sich für mich immer an wie so eine Horde. So. Egal, wieder runter.
So, wieder unten. Kann ich jetzt eigentlich noch irgendwas machen? Ja. Ich hätte schwören können, hier waren wir aber auch schon mal, ne? Ach, da lebt noch jemand. Kann er ja, erstmal noch. Wir sind ja nicht so. Ja, da kann ich natürlich nicht rüber. Was liegt denn da rum? Ah. Ach so, das wird mir deswegen angezeigt, alles klar. Ja, hätte ich das mal eher gewusst, dass ich direkt an der Stelle hier reinkomme. Extra auch einen Umweg gesucht. So, ich glaube, wir haben alles eingesammelt, was man einsammeln kann. Da sind wir jetzt auch voll. Alles klar. Ich bringe sie um. Nö. Wie geht's Ihnen, Sarge? Hatten Sie einen schönen Tag? Scheiße, Corporal. Danke. Ein super Tag. Echt toll. Soll ich Sie zurückfahren? Steht da draußen ein Milizbike? Oder haben die es ausgeschlachtet? Nein, nein. Es ist noch da. Okay, dann komme ich klar. St. John, richtig? Danke. Ich schaffe es allein zurück. Hauptsache, da ist eine pinke Lampe. Mit Blümchen. Cute. Oh, Fertigkeiten. Die brauchen wir ja so hart dringend. Warum habe ich Gesundheit denn den einen jetzt nicht? Hä? Bin verwirrt. Was haben wir hier noch? Ja komm, nehmen wir mit, Frost. Hier, pipapo. Ach, wir haben noch einen Punkt. Unterdruck, wenn du während der Konzentration nachlädst, bleibt die Konzentrationsanzeige stehen, bis der Ladevorgang beendet ist, sodass du dabei keine Konzentration verbrauchst. Ich, wie gesagt, noch nie darauf geachtet. Ach, wir haben noch zwei Punkte. Das ist mir egal. Ja, komm. Dauerfeuer. Halte L2 gedrückt und drücke R3, um die Konzentration zu aktivieren. Gegner werden bei Treffern durch Fernkampfwaffen eher betäubt. Ja, aber Cocktails haben noch bei Überleben irgendwas. Ja, nehmen wir das hier. Neuer Sprung. Wenn deine Gesundheit niedrig ist, wird dein letzter Rest Adrenalin aktiviert, damit du länger weiterkämpfen kannst. So, Moment, warum habe ich denn hier Gesundheit nicht? Ich bin verwirrt. Hat der irgendeine... Ja, Geisel, Gegner, ja, ja, wie auch immer. Hat der irgendein Ding hier nicht angenommen? Ich habe doch immer schön peu à peu Gesundheit, Ausdauer, Konzentration genommen.
Ich habe Fragen. Und hier ist ja sonst nirgendwo mehr einer. Außer halt der. So, erstmal zurück zum Bike. Und jetzt hier dieses Loch da. Die Frage ist jetzt, ne? Guck ich mir dann... Colonel, ich habe Sergeant Foster gefunden. Sie ist jetzt auf dem Rückweg. Hervorragend, Corporal. Danke, Sir. Ich melde mich später nochmal und frag, wie es ihr geht. Sind schon Ende. Guck ich mir jetzt selber meine letzten 2-3 Folgen an und guck, wo der den eventuell nicht genommen hat. Bei Gesundheit müsste ich ja eigentlich voll haben. Hat mir eigentlich nicht Colonel, übrig, Sir, ne? Mache Meldung. Ja? Corporal St. John, Sir. Ich wollte nachfragen, wie es Sergeant Foster geht. Foster, ja. Sie wird wieder. Danke, Corporal. In Ihrem Bericht lobt sie ihre Taten und ihren Mut. Man sollte sie belobigen. Ja, danke, Sir. Sie ist eine Kämpferin. Wir sind alle Kämpfer. Ja, Sir. St. John Ende. Weil kann ja eigentlich nicht sein, dass ich irgendeinen Punkt hier verpasst habe. So, wisst ihr, was ich meine? So. Seht ihr? Das meinte ich nämlich. Ja, shit. Wie dumm ich bin. Merke. Man kann auch zu viel Schwung haben. Nein. Ich habe beide Knöpfe gedrückt. Akzeptiere das, Mann. So, muss ich hier rüber? Anscheinend. So, können wir hier ganz entspannt lang rollen. Gleich wieder zurück. Benzinkanister. Ja, gutes Timing. Das sollte reichen.
So, Augenblick mal. Das heißt, ich gehe jetzt mal spaßeshalber auf Konzentration. Ja. Und muss dann wohl über übel. Ja, ein Neuroinjektor. Mal sehen, ob der noch geht. Die Folgen davor gucken. Wo ich denn dann Gesundheit erhöht habe. Mikrochipörder. Als wir gestern über den Highway 97 flogen, haben Sie diese Riesenhorde gesehen? Nee, Mann, ich hatte mich aufs Ohr gehauen. Hey, was ist mit euch Typen los? Hören Sie, ich arbeite genauso viele Schichten wie Sie und ich versuche nicht die ganze Zeit zu schlafen. Tja, Ihre Ausrüstung ist leichter. Jedenfalls, waren es über 300, laut dem Infrarotscan. Scheiße, sind das viele? Das bedeutet, die Horden vergrößern sich. Ich meine zahlenmäßig. Mann, können Sie sich vorstellen, da drin zu stecken? Ich nur daran denke, das muss sich anfühlen wie ein Moshpit mitten im Juli. Nur mit einem Haufen Alzheimer-Patienten, die sich nie den Arsch abwischen. Wieso rede ich überhaupt mit ihnen? Ah, gute Frage. So, dann hätten wir eigentlich alle Neo-Sender. Eigentlich. Wie gesagt, einer fehlt, aber ich weiß gerade nicht wo. Gemarkert ist hier keiner. Hinterhalt. Niveau-Kontrollpunkt, ich weiß nicht. Könnten die hier nochmal auf doof gucken? Aber die haben wir eigentlich alle gemacht. Bei dem hier habe ich auf jeden Fall Ausdauer erhöht, der hier war. Ich weiß nicht, wo es sonst gewesen sein könnte. So, ist das jetzt echt die letzte, die wir hier offen haben? Ja, krass. Das heißt ja wohl, dass das Spiel bald durch ist, ne? Das ist immer wie so eine Trennung. Moment mal, du willst einen lebend? Ach, es ist schwierig, Tests mit Toten zu machen. Hier. Was ist das? Ein spezieller Tranquilizer, damit kannst du ihn lang genug ruhig stellen, um ihn herzubringen. Ich bin dicht dran, Deacon. Das könnte es sein. Ja, Ma'am. Deacon, kommen! Hey, ich will dir gerade einen Krabbler suchen. Super, okay. Ich brauche einen ganz speziellen, ja? Hey, warte, Moment mal. Einen speziellen Krabbler? Südlich von hier, am South Rim Drive, steht eine alte Ferienhütte. Jetzt lebt eine ganze Kolonie infizierter Kinder. Krabbler. Okay. Okay, melde dich, wenn du da bist, Sarah Edna. Eine Krabbler-Kolonie. Oh mein Gott, das muss ich sehen. St. John, Bericht. Hey, Captain. Ich erledige was für Lieutenant Whittaker. Ich bin beschäftigt. Verstanden. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind. Wir wollen Beavers Waffe testen. Crewry Ende. Oh, Scheiße. Tja, so viel dazu, dass Sarah noch vor Weaver fertig wird. Sarah, ich bin da. Okay, such nach einem Mädchen mit einem roten Shirt. Eins dieser Kinderoberteile mit einem Kätzchen oder sowas. Ich bin überrascht, dass der Colonel diesen Ort noch nicht abgefackelt hat. Ich hab's zum Sperrgebiet erklärt. Ich entnehme den Jüngsten dort drin schon seit Monaten Blutproben. Die brauche ich für das Serum. Okay. Wie soll ich den Krabbler rausholen, ohne die anderen zu töten? Ich weiß es nicht. Tu einfach, was du tun musst, okay? Ich brauche das Mädchen mit dem roten Shirt. Ich sag, ich bin schon fleißig am Töten, ey. Ich achte gerade extra darauf, dass ich niemanden im roten Shirt kill. Ah, da ist er. Mehr Beute.
Wo ist denn jetzt die Waffe? Aha. Scheiße, fast leer. Ich treff doch. Hab ich dich, kleiner Scheiße. Oh, Scheiße. Ja, dann kommt doch mal runter hier. Also selbst die Mission will, dass ich die Krabbler alle kill. So, kann ich das mitnehmen? Wach die nochmal auf. Du wolltest ihn lebend. Du kriegst ihn lebend. Ah, verdammte Scheiße! Hey, Captain, er hat mein Bike vollgepisst. Ah, der Colonel erlaubt keine Haustiere auf der Insel. Der Lieutenant braucht eine lebende Testperson. Sie scheinen sich ja gut zu verstehen. Sie und Lieutenant Whittaker. Ich mach nur meinen Job, Sir. Bleiben Sie professionell. Der Colonel will keine Verbrüderung zwischen Soldaten und Offizieren. Oh nein, nein, das geht natürlich nicht, Sir. Genau. Weitermachen. Ja, Sir. Okay. Ah. Komm schon, hilf mir! Ja, ihre Körper sind total durcheinander. Was soll ich da bitte tun? Ich krieg die Dosierung nicht hin. Hier, warte, halt mal. Okay. Das ist habe ich gearbeitet. Wie lange? Halt fest, nur ein paar Sekunden. Sie hat Aua gesagt. Oh, Scheiße. Scheiße. Verdammte Scheiße. Was immer du ihm gegeben hast, er war schnell hinüber. Gottverdammt! Warte. Du machst gar keine Biowaffe. Oh mein Gott. Sie will sie heilen. Versuchst sie zu heilen? Ich dachte, sobald ich die ursprüngliche Zelllinie aus Cloverdale habe, könnte ich Antikörper aus dem Virus herstellen und es rekonstruieren. Scheiße. Und die ganze Arbeit, alles, was ich gemacht habe, war umsonst. Ich kann sie nicht retten. Nichts kann ihren Zustand rückgängig machen. Dann steh auf, reiß dich zusammen, mach weiter. Hast du nicht gesehen, was passiert ist? Jede Zelle in diesem Mädchen ist explodiert! Und deshalb musst du weitermachen, weil es für dich ein Mädchen ist. Hast du eine Ahnung, wie viele von denen ich getötet habe? Und was mir nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen ist, dass sie einmal Kinder waren. Ich habe da mal ein Mädchen getroffen, die genau wie du über die Freaker geredet hat. Sie nannte sie Kranke. Ich hielt das für verrückt, aber sie sah das genauso wie du. Du hältst mich für verrückt. Nein, nein. Ich glaube, dass du hier der einzige normale Mensch bist. Weißt du, ich erinnere mich noch, wie ich dich verlor, aber langsam begreife ich, dass es nicht die Nacht war, in der ich dich beim Heli ließ. Es war die nächste Nacht. Ich fuhr mit Busa zu diesem Flüchtlingscamp, wo du eigentlich warten solltest, weißt du noch?
aber da waren Freaker. Überall. Die Helis brannten, die Menschen schrien. So viele Menschen. Also kämpften wir. Und wir siegten. Und was kriegten wir? Leichen. Überall Leichen. Ich sah mir jede Leiche an, jedes Gesicht. Es müssen Tausende gewesen sein, eher mehr. Und ich sah sie mir alle an. In der Nacht habe ich dich verloren. Und Boozer. Boozer, weißt du, er hat die nächsten beiden Jahre dafür gesorgt, dass ich nicht durchdrehe. Aber mir war alles scheißegal. Einfach alles. Und ich sehe diesen Nero Haley am Himmel rumfliegen und in mir regt sich irgendwas. Und ich denke mir, weißt du was? Scheiß drauf! Scheiß drauf! Denn selbst wenn sie am Leben ist, weißt du, was ich dann mache? Ich finde sie, wir steigen auf mein Bike und wir blicken nie wieder zurück. Weil ich zu keiner Miliz gehören will, in keinem Krieg kämpfen und in keinem Camp leben will. Wieso bist du dann noch hier? Deinetwegen. All das hier, ich sehe, wie hart du arbeitest. Wie wichtig dir das ist. Die meisten da draußen wollen nur überleben und hier stehst du. Und willst die verdammte Welt retten. Naja, ich bin nicht sehr erfolgreich. Also steh auf. Reiß dich zusammen. Und mach weiter. Wir fahren zurück nach Cloverdale. Da gibt's eine bessere Ausrüstung. Wir sehen uns ihre Forschung genauer an. Was würdest du tun? Du würdest mir helfen. Ja, würde ich. Und zwar, weil du an diese Sache glaubst. Wir fahren nach Norden. Ja, nach Norden. Wir sagen, dass wir Vorräte besorgen wollen. Ja, aber wir kommen nicht zurück. Jetzt werden wir fahnenflüchtig. Du weißt, wenn sie uns kriegen, hängen sie uns. Dann hängen wir gemeinsam. Ma'am? Ja? Deke, der Colonel will Sie sehen. Bin gleich da. Pack deine Sachen, ich bin gleich zurück. Danke. Ja, Ma'am. Corporal St. John. Colonel, Sir. Kommen Sie bitte. Sind wir bereit? Colonel, Sir. Ja, Sir. Wir sind bereit für den Kampf. Das Bike ist bereit. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Lieutenant Weavers Waffe ist fertig. Wir werden sie testen. Scheiße, ja. Wollen Sie eine Horde hochjagen? Oh. Stimmt irgendetwas nicht, Corporal? Nein, Sir. Nein. Okay. Bringen wir es hinter uns. Okay, das höre ich gern, Mann. Meine Herren, dies ist der Beginn einer neuen Ära. Weitermachen. Lieutenant Weaver, kommen Sie. Ja, Sir. Na gut. Ich glaube, Sie sollten hier bleiben und mich das alleine machen lassen. Was? Sind Sie lebensmüde? Nein, darum will ich das ja alleine machen. Hören Sie, selbst mit Weavers aufgemotzten Molotows können wir es nicht mit einer ganzen Horde aufnehmen. Nein. Also, ich gehe da runter. Mache etwas Lärm, locke immer ein paar zu mir und renne dann wie der Teufel. Und dann muss ich sie irgendwie aufhalten. Vielleicht mit ein paar Fallen. Und dann jage ich sie zur Hölle. Hören Sie, wenn wir beide da runtergehen, gibt das ein Chaos. Wir würden die ganze Horde anlocken. Nein, Sie bleiben hier. Sie passen auf mich auf. Wenn alles schief geht, kommen Sie und holen mich da raus, okay? Hm? Oder haben Sie einen besseren Plan? Ich habe gar nichts. Hab noch mehr Molotovs. Munition. Yay. Bei meinem Bike. Gut. Das Zeug könnte nützlich sein. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.